geschafft. Da kommen sie schon. Moinsens. Ich habe den nächsten Außenposten eliminiert. Ist doch schön. 7 von 34. Immer mehr. Geh ich mal rein, hier gibt sicher was zum Mitnehmen, oder? Genau. Energie ist immer gut. Memory Card. So, Pfad des Jägers. Direkt weiter geht's, Leute. Hier ist der Mann. Um den Pfad. Der Außenposten ist unser, aber wenn du uns wirklich... Ja, erlege einen seltenen Einhornbüffel mit der Am... Schrotflinte, komm. Machen wir. Unsere Arbeit geht weiter. Okay. Wenn du die Aufträge von der Aushangtafel erledigen könntest, das wäre gut. Ja, bin ich dran? Bin ich gerade dran, Leute. So, jetzt wird hier nochmal ein bisschen gejagt. Das mache ich ja sowieso so gerne. Dann passt es ja auch. So, da sind wir auch. So, gibt's auf die Schnauze. Wer will Schläge? So, langsam ranpirschen. Da sind mehrere. Wer ist der seltene von euch? Ich weiß es nicht. Ich probiere einfach halt. Wo seid ihr hin? Ist doch irgendwas. Hier ist doch eine Schlange oder so, oder? Ich fass es gerade nicht. Wo seid ihr? Die haben sich verpisst. Ah, hier. Headshot. Headshot. Zweimal Headshot hat ausgereicht. Ist das das seltene Tier? Schweinsleder, weg damit. Ich hoffe, das ist es, sonst muss ich weitersuchen. Nee, war der falsche. Wo erkenne ich, dass der selten ist? Der hat dann was Bestimmtes, oder? Glaube ich. Ich gehe mal in die Höhle rein. Was ist denn das? Ist doch mal was Besonderes, Leute. So, weg mit dem Schweinsleder. Was ist das? Ein blaues Blatt. Nee, komm, die sind sicher nicht da drin. Das weiß ich. Wäre geil, wenn wir jetzt Tag hätten. Da könnte ich die besser aufspüren. Aber ist leider nicht. Fuck, ey. Mann. Ich muss doch irgendwie da jetzt vorankommen, Leute. Wo seid ihr? Ihr blöden Penner. Da ist er. Langsam ranschleichen an die Sache und dann... Pass! So, komm. What the fuck, Alter? Guck mal, wie er abgeht hier. Alter, ruhig. Ruhig, Bruder, ruhig. Ruhig, einfach ruhig. So, jetzt mache ich das andere Büffelfell wieder weg. Weil das habe ich ja umsonst eingesammelt. Das brauche ich ja so weit jetzt nicht. Was, ich soll daraus was herstellen? Okay, ja, später. Später, einfach später. Hundefell kann zum Beispiel weg. Und das, hab ich denn jetzt eingesammelt gerade? Dingofell? Nee. Ich muss das wegmachen hier. Ah genau, Kasua war's, wo ich vorher gesagt habe, dass die mir so auf den Piss gehen. So, Büffelfell, weg damit. Und jetzt wird das hier gehäutet. Das seltene Einhorn. Dankeschön. Huha, huha. So. Okay. Sind wir ja jetzt heute wieder gut vorangekommen.
wie ich sehe. So, dann könnten wir noch, was könnten wir noch machen? Ich habe eine Idee. Es wird nochmal eingenommen, Leute. Ich werde jetzt noch was einnehmen und dann reicht's dann. Das reicht dann für den Part, beziehungsweise für heute. Dann habe ich wieder fett aufgenommen. Wo ist denn das? Knarren. Nee, Leute. Nee, habt ihr gedacht? Nee, das geht gar nicht. Ich muss da kurz rein. Ach man, hier stimmt, das war ja hier, wo ich gar nichts bekomme. Es ist ja der Scheiß hier. Ich geh mal nach Camp Mord und hol mir da Munition. Weil ich brauche unbedingt. Die lassen sich aber auch immer was anderes einfallen hier, die Typen beim Außenposten. Dann kommen sie mal mit Molotow-Cocktails, dann mal wieder damit und so. Boah, wie viel Geld, Alter! Ich schwimme im Geld, Leute. Alter, da muss was dafür geboten werden hier. Ich hole mir diese hier, High Power. Zack. So. Munition ist aufgefüllt. So. Besser kann es nicht laufen, Leute. Besser kann es nicht laufen. Es wird immer geiler hier in Far Cry. Es macht immer, also es macht schon immer Spaß, finde ich. Hat schon immer Spaß gemacht und wird auch immer. Wenn es Let's Play beendet ist, komplett, dann werde ich da trotzdem noch rumlaufen und ab und zu mal noch irgendwas machen. Aber ich werde so viel Missionen wie geht machen, die halt eben vorhanden sind. Ich bin gerade falsch. Das merkt man auch gerade. Ich muss nach Bad Town. Weil ich habe jetzt meine Munition. So. Und jetzt hier das Markieren auf der Karte. Tequila Sunrise. Ah. Können wir da auch mal machen hier. Tequila Sunrise. Und da vorne ist ein Blättchen. Das hole ich mir noch davor. Das sind sogar zwei. Cool. Ich muss hier hoch. Danke. Wo ist es? Hier. Ja. Ist nicht möglich, wissen wir. Aus was soll ich eigentlich was herstellen? Was stand da vorher? Aus dem Feld des Weißbauchtapirs. Ich soll da was herstellen? Gut. Kein Problem, Leute. Erstmal hier die Spritzen habe ich jetzt gemacht. So. Aus was? Das ist es nicht. Brieftaschen. Haihaut brauchen wir dafür. Beuterucksack wäre dann aber auch. Nee, da habe ich auch nicht. Spritzentasche. Ein Leopardenfell, da brauche ich noch ein zweites. Munitionsbeutel. Tigerfell. Ah, nee, das brauchen wir noch nicht. Ich soll doch jetzt aus irgendwas noch was herstellen. Wildschweinfell, Raketenbündel. Ach was? Was wollt ihr denn? Ich brauche gar nichts mehr herstellen. Ah doch. So. Ich habe jetzt genug. Jetzt habe ich mir auch noch einen Köcher. Habe ich meinen Köcher noch vergrößert. Den ich ja sowieso nicht brauche. Aber mit Bogen rumzuballern ist auch mal geil. Aber ich bin da halt im Nachteil. Wisst ihr, wenn es ums... Also so schießen ist schon besser. Da bin ich auf jeden Fall im Vorteil. Weil mit dem Bogen bist du einfach nicht so schnell. Es macht zwar Fun, aber ja, ist halt nicht immer das Beste. Vor allem bei so Übernahmemissionen wie zum Beispiel hier die Außenposten. Da empfehle ich es jetzt nicht, den Bogen zu verwenden, weil es dann richtig schwer wird. Und es ist sowieso schon teilweise richtig schwer. Kommt halt drauf an, wie groß der Außenposten ist. Je größer, desto schwieriger wird's. Umso mehr Gegner natürlich. Und dann ist es nicht so gut, wenn man da mit dem Bogen einfach mal reinstürmt. Ah, ich muss hier außen rum. Ich hoffe, jetzt kommen nicht irgendwelche Gegner, die mich sehen. Weil ich bin hier in der Nähe von dem Posten und dann schlagen die Alarm, obwohl ich die noch gar nicht angegriffen habe. Also beim Außenposten. Sondern nur die Piraten, die in der Nähe waren. Dann ist es nämlich scheiße, wisst ihr?
Okay, ich muss da hinten rum. Ach, das ist doch ein Scheiß hier. Ich muss außen rum. Ich muss hier. Ich muss nämlich hier hoch. Da habe ich nämlich eine bessere Sicht auf den Außenposten. Leute von heute. Ist doch echt geil hier, ey. Macht doch richtig Spaß. So, die Frage ist, wie gehe ich da am besten ran? Ich markiere mir erstmal noch ein paar. Da ist ein Alarm. Ich muss mich vergewissern, dass die nur einen Alarm haben. Und dann den direkt am Arsch machen. Das ist die beste Vorgehensweise, finde ich. Ne, die haben zwei Alarme. Die haben eiskalt zwei Alarme. Ist ja ein Scheiß. Ja, früher hatten sie nämlich nur einen teilweise. Am besten ich gehe von hier oben, oder? Sieht doch ganz nice aus hier, die Stelle. Könnte ich den Alarm schon mal ausknipsen? Ich kann da nicht von da oben rumballern, das ist scheiße. So, den schnapp ich mir direkt. So. Da ist ein Alarm. Und nee. So, Alarm deaktiviert. Die haben nichts mitbekommen. Ich mit meinem Schalldämpfer, da ziehe ich richtig durch hier. Oh, da ist ein schwer gepanzerter. Den sollte ich schnellstmöglich erledigen. Ach, doch nicht mit dem. Habe ich jetzt keinen Sniper mehr. Nein, ich habe die Schrot. Geht es auch mit dem Bogen hier? Ja klar war das Weißbrot. Was hast denn du gedacht? Tja, Sabotage. Hier ist nichts mit. Ja, ja. Komm runter, Digga. Komm runter. Wir können das auch normal klären. Ja, das kitzelt ja nur. Aber gleich wird's nicht mehr kitzeln. Boah, der hält ganz schön viel aus, ey. Aber jetzt bist du dran, mein Freund. Komm her. Headshot. Nur mit Headshots kommst hier voran. Nächster Außenposten übernommen. Yeah. Da kommen unsere Leute. Wie immer. Ich zieh richtig durch hier. Mein Freund? Ja. Boah, ich muss jetzt Fähigkeitspunkte aufrüsten. Ich habe so viele, Leute. Hüftschütze, machen wir. Spritzen, ja. Wirken 25% länger, natürlich. Gerne. Das war's dann aber auch, oder? Fähigkeiten. Ja, wir haben noch 0. Wir werden dafür sorgen, dass er in Rakia-Trand bleibt. Okay. In Ordnung. Kugel. Alles da, kann losgehen. So, Pfad des Jägers ist wieder am Start, wisst ihr? Töte einen in einem Tunnel verschanzt Pirat mit einem Messer. Okay, machen wir. Es gibt immer noch was zu tun. Ja. Bitte kümmere dich um die Jobs, die an den Ausgangshafen gehen. Wissen wir. So. Eine schallgedämpfte Knarre. Ich gehe nochmal rein und hole mir Munition. Immer der gleiche Kack hier. Weil die Munition wird immer so schnell leer. Ich bin halt arm, wisst ihr. Nee, ich tue auf die Vektoren. Eigentlich hat die Vektor doch schon, also, größtes Magazin, oder? Ich weiß gar nicht, Vektor. Können wir da nochmal ein... Ah, nee, doch, das hat schon mehr. Dann soll ich mir vielleicht nochmal eine andere Knarre anschauen. Obwohl das ja eigentlich schon gut ist. Optisches Visieren wäre natürlich auch nice. Ja, machen wir mal das. Wie sieht das dann aus? Ah, und aufrüsten wollte ich auch noch. Ich meine, Munition auffüllen. So. Hier, Jagdmission geben richtig viel Kohle. Ein Batzen Geld auf jeden Fall. Boah, das sieht geil aus. Schön blau. So, und jetzt gehe ich zum nächsten Zielpunkt.
und töte den Piraten mit einem Messer, was ja auch immer der gleiche Kack ist. Aber trotzdem immer viel Spaß macht, das muss man dazu sagen. Ist jetzt kein Außenposten, wo wir hier übernehmen, sondern eben eine Nebenmission, ne? So. Gut. Wo ist er? Ich müsste erstmal gucken, wo sind die überhaupt? Scheiße! Ich glaube, ich habe mir den Treffer geholt. Hier ist irgendwo jemand. Hier ist jemand. Die sind hier irgendwo. Da ist einer. Ja, ich hab doch Schalldämpfer dran. Ich bin nicht hier. Fuck, die sehen mich. Jetzt ehrlich. Wo bist du hin, Techter? Haha, ihr Luschen. Oh, den kann ich killen. Ah, war doch ein Headshot hier. Gut, Mann, danke. Jetzt aber. Das ist der letzte. Ich glaube, das ist die Zielperson. Oder? Ist das die Zielperson? Wo bist du? Ja, mal ein bisschen weiter hier. Du bist doch sicher hier unten, ich weiß es. Und er lebt. Das ist er. Tja, mit wie einfach ich den mit dem Messer killen muss, Alter. Professionell, professionell, sag ich da nur. Haha, gut. Ich mach das immer besser. Und Geld gibt's immer gut. Und dann werde ich mir bald noch ein neues Visier für meine Sniper holen, beziehungsweise direkt eine ganz neue Sniper. Alter, was ich alles noch vorhabe, das ist echt der Hammer. Da blickt man gar nicht mehr durch. So. Jetzt noch kurz zum Rucksack. Tun wir den Scheiß hier mal wegschmeißen und sammeln den das hier ein, so. Und jetzt muss ich... Gehe ich nach Tequila Sunrise, was ich erobert habe. Speichere da ab, was ja eigentlich von selbst passiert, aber ich mach's trotzdem. So, und Munition hole ich mir. Ah, nee, ist voll, okay. Boah, da geht auf jeden Fall was hier. In der nächsten Folge werden wir dann, oder in den nächsten, was weiß ich, hier, die Z93. Die scheint noch viel besser zu sein. Können wir da noch richtig fett aufrüsten, aber dafür müssen wir noch fett jagen gehen. Aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir in den nächsten Folgen und ja. Ja, dann verabschiede ich mich von euch und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.